Ja, und damit willkommen zu einem neuen Projekt bei mir. Wir spielen Visage. Ein richtig geiles Psycho-Horror-Spiel, was mehrere Kapitel aufgeteilt ist. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt im Stream. Teilweise mehr Frust als alles andere, weil ich falsch angefangen hatte. Ja, den Anfang habe ich jetzt zensiert. Beziehungsweise was rausgeschnitten. Weil ich glaube nicht, dass das. Erst würde das Video gesperrt werden. Oder ab 18 geschaltet. Das will ich nicht. Und ich fühle mich auch nicht selber gut dabei, das so zu zeigen, was da passiert. Ich werde es euch nicht sagen. Ja. Ich mache das auch mit Cam. Das seht ihr jetzt. Damit ihr seht, wenn ich mir die Hose scheiße. Starten wir einfach mal in das Abenteuer hinein. Ich spiele übrigens auf der PS4. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye bye. Jo, bis später. So. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Zelt und ein Baby. Hier die Tür klemmt. Aus den Schlüssel mit dem kleinen Spiegel. Verstand. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst. Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter und es könnte gefährlich werden. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. Oder machen wir noch das Licht an? Okay. Das ist das Licht. Paranormale Ereignisse. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt vom Zustand deines Verstandes ab. Also das heißt, je verwirrter wir sind, desto schlimmer wird es, oder was? Da war gerade eben noch die Tür auf.
in the great city of Riversdale. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees. Und können verwendet werden, um Sachen zu reparieren. Okay. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off. Okay, irgendjemand hat eine Familie umgebracht. Was ist das? Was ist das da? Ich würde gerne weiter ranzoomen. In der Mitte das Bild, das sieht ein bisschen komisch aus. Lass mal überall das Licht an. Okay. Kerzen. Kerzen sind stationäre Leuchten, die mit einem Feuerzeug angezündet werden können. Wenn du dich mit einer Kerze in der Hand bewegst, erlischt sie. Sie leuchtet lange und dient als Lichtquelle. Oh, sorry. Oh, die Lichtquelle, die den Verstand des Charakters besinnt hält. Okay. Wie immer kein Spiegelbild. Und das hier. Oh, hier Tabletten. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie die einzige gangbare Weg, um ihn wieder gerade zu rücken. Okay. Oh, nice, ey. Stehen hier ein Haufen. Nehmen wir mal mit. Habe ich ein Inventar oder sowas? Ach ja, da. Feuerzeuge werden als kleine Lichtquelle verwendet, um das Haus zu durchsuchen. Sie halten nur eine begrenzte Zeit. Sie verhindern nicht, dass sich die Spannung aufbaut. Wenn du mit einem Feuerzeug im Dunkeln stehst, wirkt sich das negativ auf deinen Verstand aus. Du kannst aber auch mit Kerzen damit anzünden. Okay. Oh je. Okay. Gucken wir mal. Da, noch mehr Pillen. Bei Kackpappe. Ja, kein großes Licht. Ja, was ist das? Der wurde rausgerissen, ist nicht mehr sichtbar. Lesbar. Viele rausgerissen sehe ich gerade. Okay, scheint was Sammelbares zu sein. Diesen Gegenstand aufnehmen, es beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Gegenstand aufnehmen. Gegenstände. Es gibt zwei Arten von Gegenständen. Wichtige Gegenstände und dynamische Gegenstände.
Dynamische Gegenstände werden, wenn möglich, in dein dynamisches Inventar gelagert. Sind in der Regel verwertbar. Wichtige Gegenstände sind absolut wichtig. Okay, sorry. Für deinen Fortschritt und werden im Inventar wichtiger Gegenstände gelagert. Okay. Panda-Bild. Lucys Kapitel, ein heimtückischer Freund. Mir ging gerade. Ja, geh doch. Oh. Ich krieg installiert Neverwinter Version. Ach du Scheiße. Ist das der Pokémon da? Auf einmal ist das so laut. Warte mal. Ich höre irgendwelche Geräusche. Boah. Zombie Army Dead War Version 1.3.3 installiert. Danke, danke PlayStation. Danke Sony. Das. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und Kellerschlüssel, oh nein. Ist jetzt echt in den Keller. Hier ist die Küche.
Lagerraumdynamische Gegenstände, die für deinen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Ich hab mal jetzt schon wieder eine. Oh, wie ging das denn? Warte mal. Ich höre irgendwelche Schritte. Soll ich drauf zugehen? Ich weiß es nicht. Komm, ich riskiere es. Boah, bist du hässlich. Christ. Eine Spritze, okay. Okay, hier sind wir gekommen. Raum, okay. Erstmal der Verstand wieder gerade rücken. Der Boilerraum. Ich weiß, war es doch so, dass der...
Der Fotoapparat den Weg leuchtet. Ist das hier? Kellerschlüssel da. Okay, irgendwo ist noch eine Tür mit. Aha. Habe ein sammelbares Objekt gefunden. Garagenschlüssel brauche ich hier. Ja. So, war die letzte Tür. Das hier verschieben? Ja, kann man verschieben. Kann man verschieben. Da passiert was Paranormales oben. Ich bin gerade erschrocken, weil in der Küche, ich dachte, da steht irgendwas. Tschüss. Gut, ich. Warte mal. Oh. Ich würde sagen, es reicht erstmal für die erste Folge. Es ist noch nicht viel passiert. Ich glaube, ich will mir das alles wieder nur ein bisschen ein, aber wette, das wird noch krass. Das wird noch richtig krass. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüssikowski.